Hi. Schon am Frosch im Hals. Willkommen zu diesem Video. Danke, dass ihr zugeschaltet habt. Freut mich, dass ihr den Weg gefunden habt zu mir. Heute ist mal wieder ein Thema dran. Das ist er hier. Der Kaifun 5 oder Kaifun V5. Ein sehr schönes Gerät. Ich bin über 0,7 Ohm. 27 Watt, wie man sieht. Das ist ziemlich gut. Geschmacklich ist eine Bombe. Oder sehr gut. Extrem gibt es auch andere noch, die noch extremer sind, aber der ist von ganz vorn mit bei. Auch schon mal etwas älter, aber trotzdem immer noch sehr gut. Auch das ist mal wieder ein Klon von Shenray, aber top Teil. Da hieß die Liquid Control, wenn der einfach so dreht, bis es nicht mehr geht. So, jetzt blockiert er. Jetzt ist die Liquid Control geschlossen. Jetzt wieder nach rechts drehen, öffnet die. Umso mehr ich drehe, umso mehr öffnen da unten die Löcher. Ebenfalls unten die, ja, Control. Die ist auch sehr gut. Auch die kann man verstellen, wenn man hier unten dreht. Ach, lass mal so, wie sie ist. Das ist einfach top, das Teil, ja. Ich bin sowas von begeistert. So, dann kann man hier unten noch mal aufdrehen. Das Schöne ist, er läuft ja nicht aus. Oh, ist ja gut gemacht. Das sind die Base. Das ist ein schöner Zwingelkeuler. Auch da hier oben mit Kreuzschlitzschraubenzieher, um die Keul festzumachen. Ist halt ein bisschen schmal, also eine 35er und eine 30er passt eher weniger hier rein. Ich bin ja bei 20. Bei 20 man ist schon etwas eng. Deswegen kann man keine großen Kölzer bauen, sondern nur kleine. Schöne selbstgemachten und dann läuft das Ding 1A. Im Großen und Ganzen habe ich schon so oft in Betrieb gehabt hier. Aber der läuft wie eine 1. Also da ist wirklich geschmacklich. Was für seiner Zeit sehr gut gewesen. Auch ein schönes Design, finde ich. Oder zudrehen komplett, so wird der Airflow quiet geschlossen, so aufdrehen, zack, 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 und schon ist er wieder aktiv. Also ich finde es immer schön, wenn man die öffnen kann, auch wenn sie befüllt sind, ohne dass alles ausläuft. Man erkennt das ja, man hat frisch getankt, will dampfen, davon merkt man, Mist, das ist die Wärter durch. Und da war alles umsonst gewesen. Also wieder aufgeschraubt, Liquid läuft aus. Man sieht aus wie eine Sau, ja. So indirekt. Und schon ist alles wieder. Deswegen ist man hier wirklich gut bedient mit diesem Teil. Auch sehr empfehlenswert. Früher immer teuer gewesen, aber jetzt gehen einigermaßen die Preise auch bei den Klonsten, die
sehr gut im Preis. Meistens so Standard so 30 Euro rum kosten die Klons. Und der ist, wie gesagt, sehr gut. Dazu gibt es auch noch Ersatzteile, auch hier die Schraubenzieher, nochmal ein paar Kreuze mit bei, die O-Ringe oder die Dichtungsringe sind mit bei, Ersatzglas. Da gibt es auch eins mit Vollmetall, was eigentlich auch sehr gut ist, weil das ist ja sehr, sehr robust. Wenn der Dame runterfällt, passiert nichts, weil es halt Metall ist. Problem, aber als das Glas ist, ist alles Metall. Das heißt, man sieht doch nichts. Wie jetzt, wenn man die Airflow aufdreht, man sieht das hier, wenn es ein bisschen Blasen schlägt, aber bei Metallen natürlich nicht. Und mit Snareboard, man sieht einfach nicht, wie da die Füllmenge ist. Ist ein kleiner Nachteil, aber so auf der anderen Art auch wieder gut, weil es halt sehr robust ist. Was auch manchmal sehr wichtig ist. Gerade wenn man viel unterwegs ist, ja auf Baustellen oder bis der Geier da ist, ist dann halt auch wieder sehr gut. Also das haben wir so Plus- und Minuspunkte, ja. Weil alles Gute hat keiner. Es gibt immer negative und positive Punkte. Was hier positiv ist, er macht auch Dampf, er schmeckt gut, ja. Also das kann man ja alles nicht vergessen. Das ist einfach top Gerät und für den Preis, wie gesagt, auch sehr gut. Es war schon, wie gesagt, länger auf dem Markt, aber lohnt sich immer noch, den zu kaufen. Wenn man irgendeinen Schrott kauft, ja, dann kann man den schön empfehlen. Und da war ich schon früher begeistert und immer noch. Also, man kauft immer viele neue, man merkt auch, die schmecken auch geil. Aber irgendwann holt man doch die alten Teile wieder raus und dampft die weiter. Ist manchmal seltsam. Es gibt bestimmte Köpfe oder Verdampfer, wie gesagt, die man lieb hat. Und das ist, wie gesagt, bei mir einer von denen. Er hier, genauso wie das Quäb. Der hat schon ein paar Mal in die Ecke gestellt und immer wieder rausgeholt. Bin immer wieder begeistert, wie das eigentlich schmeckt. Das Quäb X, das ist einfach mal einer der Top-Teiler. Auch einer fast der teuersten mit, aber einfach nur genial. Also da, das kann ich auch jedem empfehlen, den Squab. Also da habe ich auch schon ein Video mal hochgefahren. Einfach mal angucken. Solltet ihr sehen. Top-Teil. Wie gesagt, bei Ihnen hier, Daumen hoch, schmeckt gut, empfehlenswert. Das wollen wir mehr. Drücken sagen. Wenn irgendwelche Fragen sind oder Kommentare sind, einfach Kommentar schreiben. Dann nimmt man alles zu Herzen. Versucht natürlich auch alles zu beantworten. Könnt ihr gerne auch ein Abo dalassen, genauso wie einen Daumen hoch. Würde mich über alles freuen. Meinetwegen auch die Glocke, die da unten ist, weil dann, wenn ihr die aktiviert, oder aktiviert, dann seht ihr immer wieder, wenn ein neues Video hochkommt. Wenn ihr dann Interesse habt, könnt ihr das angucken oder auch nicht. Das war eure Sache dann. Würde mich aber freuen, wenn ihr zuschaltet. Ja, das war's dann von mir heute. Mal wieder kurz und bündig. Wenn ihr seht, wie das gewickelt wird, wie gesagt, auch einfach schreiben. Dann mag ich mal ein Video hochladen, da seht ihr das alles. Aber wie gesagt, davon gibt es da schon genug Videos, theoretisch, aber ich mache es trotzdem gerne, wenn es gewünscht ist. Bis dahin wünsche ich noch einen schönen Tag. Danke, wie gesagt, dass ihr zugeschaltet habt, dass ihr dieses Elend hier ertragen konntet. Sagt, dann wünsche ich noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und gut Dampf.